Was geht ab? Willkommen zurück in Satisfactory, dem Fabriksimulator. Ich habe ein bisschen umgebaut und zwar, ihr kennt das ja vom letzten Mal schon. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Hub mal hier hinten hingestellt, weil jedes Mal da bis davor rennen, um das ganze Zeug zu holen. Fand ich ein bisschen kacke, deswegen habe ich das Ganze nach hinten verfrachtet. Und außerdem habe ich hier, wie man sieht, auch die Anlage für die verstärkten Platten mal ein bisschen umgebaut und mein Alternativrezept gleich benutzt, um die verstärkten Platten zu bauen. So, diesmal aus Kupfer und aus den normalen Platten, ne, baue ich jetzt hier aktuell hinten verstärkte Platten. So, und ihr seht oben rechts schon das neue Ziel. Das neue Ziel heißt, wir brauchen Rotoren. Und deswegen habe ich angefangen, hier drüben mal die Rotoren, beziehungsweise mal ein bisschen Platz zu machen für Rotoren. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Zeugs mitgenommen. Ich sehe, ich würde gleich vorrennen. Ne, das war flaches, oder? Das hier wollen wir. Doch, das war das Richtige. Natürlich habe ich nichts mitgenommen. Typischerweise fehlt es an etwas. Und deswegen gehen wir mal ganz kurz vor und holen das mal ab. Über die Wupp. Ich muss eigentlich auf meine Anlage um, mein Freund. Lass mal durch hier. Ah, das läuft so schön. Das sieht so gut aus. Jawohl. So. Ja, das waren die hohen. Ich brauche die niedrigen. Natürlich drunter gebaut jetzt. Perfekt. Läuft. Gut, dann haben wir jetzt hier die nächsten Teile daneben. Ich habe schon mal ein paar Rotoren gebaut, um die Produktion gleich hier zu starten. Weil du brauchst nämlich Rotoren, um die Rotorenfabrik zu bauen. Und das ist natürlich logisch, ne? So. Genau. Ist genau bis ran. Zwei machen wir. Müsste ausreichen. Wir brauchen mehr Rotoren. Wir brauchen mehr Rotoren. Hallo? Jetzt. Hallo? Jetzt stell dich doch mal daran, du. Stell dich doch mal nicht so an, ey. Jawohl. Gut, und dann kann ich natürlich gleich hier meine. Mein neues Output verwenden. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich brauche Schrauben und ich brauche die Dinger da. Das heißt, Schrauben kriege ich, glaube ich, da oben raus. Genau. So, da hauen wir jetzt hier mal. Das da oben drauf. Und da wir Schrauben immer viel brauchen. Egal was du machst, du wirst immer viel Schrauben benötigen für alles. Deswegen solltest du es immer gleich auf die höchste Stufe ausbauen. Also in dem Fall MK2. So, Förderband. MK2, wo bist du? Da, zack. Bis darüber. So, das System hat sich bisher auch immer bewährt, das so zu machen. Ja, du kannst ja mit diesen Liften, kannst ja immer schön hoch und runter bewegen. Huch, hoppala. Die Sachen. Zack. So. Und jetzt haben wir hier hinten gleich nochmal auf der Höhe dran. 3, 4. Haben wir da, ne? 2, 4, genau. So. Da knüppeln wir auch MK2 hin. Da kann ich nämlich von dort aus dann weiterbauen, beziehungsweise hier sogar noch eins dran stellen. Das würde auch noch funktionieren. Gut. Wir brauchen jetzt nicht allzu schnell. Ach, machen wir trotzdem MK2. Was soll der Geiz? So. Wir ziehen einfach alles weiter, was wir haben. Oh, ich sehe gerade hier dazwischen habe ich noch frei. Ach, deswegen habe ich freigelassen, genau. Da kommen nämlich die Kollegen hin. Fliegt mir gerade eine Fliege vom Mund rum. Bist du weg? Verschwinde aus meiner Aufnahme hier. Ey. Was geht ab? So, und dann ziehe ich von dort aus dann das Zeug runter. Achtung. Da machen wir jetzt hier Splitter. Jetzt mal gucken, dass wir richtig stehen. Jawohl. So, einmal dorthin und bei denen hier, da stehe ich auch davor. Einmal dorthin.
das gleiche nochmal hier. Einmal stehe ich richtig. Jawohl. Einmal dorthin. Und einmal den Bot abholen. So, das müsste reichen. Er ist natürlich MK2. Ne? Das sieht gut aus. Sollte funktionieren. Das ebenfalls. Und das ebenfalls. Machen wir jetzt hier noch die Förderbänder rein und dann geht's ab hier. Ja, also die Bauweise hat sich bei mir immer am besten bewährt. Dieses hier, du baust hier so eine Pipeline lang und von der Pipeline ziehst du das dann alles in die einzelnen Produktionsdinger rein. So, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Rotoren. Chuck. Übrigens fällt mir gerade auf, ich habe noch nicht mal den großen Weltraumlift gebaut. Aber macht doch nichts. Das wird dann demnächst jetzt auch noch kommen. Lift me up, Scotty. Weißt du? So. Eigentlich beam me up, aber naja. So. Sehr gut. Dann läuft das. Produktion. Ich muss nur mal gucken, ob der Strom reicht. Jo. Hier bauen wir jetzt nochmal das dahin, dass wir hier weiterkommen. Das war klar. Das habe ich gerade gesagt. Hoffentlich reicht der Strom, ne? Aber ich habe ja schon vorgesorgt, weil am Hub hinten sind ja eh zwei Bunsenbrenner und die geben dem ganzen Ding dann noch ein bisschen mehr Saft. Weil die komischen Produktionsanlagen, die ich gerade gebaut habe, die sind echt heftig. Da kam die Spitze. Zack, dann schalten wir einen mit dazu. Okay, ich brauche beide. Ich hoffe, dann reicht's. Angeschaltet. 180 Megawatt, 220 habe ich drüber in Spitze. Ja. So, einer macht doch 30. Der war auf ausgeschaltet. Warum? Okay, Strom weg. Macht nichts. Ich glaube, vorne wird vielleicht doch Strom alle sein. Das kann natürlich sein, dass das noch ein bisschen nachläuft. So, hauen wir erstmal alles hier rein, was ich habe. Mal vorne. Ah, einer ist leer. Siehst du? Und deswegen kackt das ganze System ab. So, ich habe hier 2, 4, 6, 7 Stück stehen. Und ich glaube, ich habe 700, oder? Wie viel habe ich? Nicht ganz. Das macht aber nichts. Da hauen wir jetzt hier mal 100 rein. Jetzt haben wir 250 und das ist echt schon Oberkante, ne? Wie man gesehen hat. Holla, wie weit fehlt. Also hier sollte ich echt mal langsam ein bisschen was nachbauen. Ja, es ist echt schon hier. Da haben wir kurz die Spitze gekriegt, da kamen wir gleich mal hier bis 240. Angst. Ja, es wird echt Zeit, dass wir hier langsam Richtung Kohle kommen. Kohle habe ich ja schon mal ein bisschen ausgekundschaftet, wo die liegt. Wenn es noch einen Anhaltspunkt, wo wir dann hingehen müssen. Zack. So, der produziert schön weiter. Ich habe dem mal ein bisschen Brennstoff hier eben hier zum Produzieren. Damit ist er schon fertig, sehe ich gerade. So, das hauen wir nochmal hier rein. Dann kann der gleich mal mit weiter produzieren. Jawohl. Das läuft auch. Mein Pott ist wieder da. Kommen wir erstmal hier hinter zu den Fusionatoren. Weil jetzt machen wir das ganze Ding nämlich hinten noch in den Container rein. So, dazu muss ich jetzt hier. Warte. In die Richtung bitte. Ebenfalls in die Richtung bitte. Aber natürlich dort auch rausholen. Jawohl. So, hier müsste es aber reichen, wenn ich die nehme. Oh, warte, stopp. Geht noch was davor. Warum mache ich das? Damit ich noch unten drunter durchlaufen kann, weißt du? So einfach. Zack. Jawohl. So, das sind die einfachen Förderbänder. Die ziehen es raus. Andersherum. So,
So, und hier machen wir die schnellen Förderbänder. MK2. Kommt jetzt hier ein Lift hin, der in die Richtung zeigt. Hinten im Container drauf und dann haben wir es fertig. Alles herum. Chuck. Logistik. Und rennen in die Olga. Zack. Perfekto. So, sieht das doch schon mal gut aus. Läuft jetzt hinten gleich durch. Dann kriege ich da gleich die ersten Rotoren. Lassen wir das mal ein bisschen laufen. Wie viel haben wir jetzt? Oh doch, hier, guck mal. Schon. Kommen schon ein paar zusammen. Haben wir schon 13. Die wir schon mal reinknüppeln können. Den Rest habe ich, glaube ich. Ja? Nee, Stahlplatten fehlt auch noch. Wie man sieht. So, die hauen wir jetzt auch gleich mal noch rein. Aber bei Stahlplatten gibt es gerade auch ein bisschen Problem, weil ich nämlich aktuell zu wenig Stahlplatten produziere. So, dann machen wir jetzt hier mal raus. Da hole ich mir hier mal die raus. Die hole ich mir auch mal raus. Machen wir jetzt mal auf dem letzten auch noch, dann habe ich sie alle. Der saugt schon wieder. Zack. Brauche ich das? Dann haben wir schon mal die Stahlplatten weg. Ja, manchmal muss er einfach aus so einer Anlage klauen. Ist einfach so. Geht nicht anders. Läuft der nächste Rotor rein. So, und aus den beiden Produkten, die hier drin reinkommen, nämlich diese verstärkten Platten und die Rotoren, muss ich dann für den Weltraumlift die intelligenten Beschichtungen machen, um in die nächste Stufe aufzusteigen. Ja, soweit habe ich schon mal geguckt. Soweit geht das schon mal hier. So, gleich haben wir es geschafft. Dann zischt der nächste Pott nach oben und dann muss ich definitiv Weltraumlift bauen. Dann können wir gleich mal gucken, was ich für den brauche, für den Weltraumlift. Da brauche ich auch 250 Platten. Den legen wir uns mal hier in der Pipeline Beton und so habe ich alles. Pass auf, dann mache ich jetzt da unten das Vieh weg. Hallo? Xenozepper. Xenozepper. Wurde gepratzelt hier, der Gutste. Wirf hier. Gleich wird er weggepratzelt. Komm her, mein Pratzel. Komm her, Pretzel. Mein Griller. Mein Grillerchen. Oh, der schießt aber auch schnell teilweise. Entfort mit dir. Geronimo. So, und dann habe ich schon ausgekundschaftet. Hier unten ist eine Höhle. Da gucken wir auch gleich mal rein. Auch vorher werde ich mal ein paar Nüsschen können. So, die Fliege will unbedingt mit ins Bild, wie ihr merkt, ne? Nüsse. Legen wir mal kurz raus. Dann kann ich die nämlich hier gleich mit in der Hand nehmen. Zack. Auf geht's. Ja, warte mal. Da schon mal die Kettensäge gegen das Ding aus. Hier unten müssen wir nur aufpassen, weil hier unten sind meistens Arracks drin. Arrack! Arrack Attack! Kommt ran, ihr blöden Spinnen! Ich hab einen Xeno-Zapper. Da sind sie. Der Rex. Oh, Alter! Da haben wir aber ihn hier. Nochmal. Komm her, Arrack. Haha! Die bringen natürlich gleich wieder das. Die Alien-Organe, das ist natürlich richtig geil. Weil die kannst du nämlich schön verbrutzeln, die Alien-Organe. Hallo? Okay. Ich anscheinend auf dem Stein stehen, um da ranzukommen. Sonst ist ein AZK, weißt du? Arm zu kurz. Noch mehr Rex? Hallo? Rack Attack? Ne, sieht nicht so aus. Traut sich keiner mehr. Aber ist doch nicht schlimm. Sehr gut. Wieder ein Teil geschafft. Geronimo. Ich glaube, ich habe hier oben schon ein paar Viecher getötet. Yep. Die sind nämlich schon weg. Hier rannten nämlich auch so Feuerviecher rum. Da haben wir noch ein bisschen Holz. Das können wir gleich mal noch reinknüppeln hier. Ich dachte, da war noch ein Vieh, aber derweil war das ein Berry Nut Gedöns.
Dings. Hoppala. Kurz geleckt. Safe. Geronimo. Warte, den nehmen wir mal raus hier. Dann führt er die nämlich dort gleich mit auf. Da nehme ich auch noch welche. Nehmen wir auch noch mit. Ich weiß, hier links waren jetzt auch mal welche gewesen. Die brauche ich aktuell noch nicht. Zack. So, hätte ich Grünzeug mitgenommen? Nee, nur ein bisschen Holz. Das kippen wir mal hier rein. Gucken wir nochmal ganz kurz nach dem Brennstoff. Da ist schon wieder einiges drin, perfekt. Kann ich hier gleich wieder nachlegen. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt noch was drin war. Ne, war nicht. Und dann echt, die nächste Stufe ist Kohle. Also Kohle brauche ich unbedingt. So. Ungefähr 50 packen wir rein in jeden. Jetzt sind wir weiterhin bei ungefähr 100. Bei manchen ein bisschen mehr. 30 rein. 30 rein. Hallo, lass mich nicht hängen. Teile ich noch einmal auf, wenn ich ein bisschen was noch mitnehme. Ein bisschen was brauche ich ja auch noch für meine Kettensäge. Wo kann ich ein Kettensägemassaker mehr machen hier? Nichts Neues mehr abholzen. Das wäre dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Oh, der rennt immer noch hier rum. Machen wir ihm mal bei, ne? Low Forest. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt schon haben. Geht ja relativ flott eigentlich. Weil hier sieht schon relativ gut aus. Ja, schwere Platten produzieren wir echt super. 25 haben wir fast alles. So, 26. Brauchen wir genau 27. Da kommt der letzte, den ich brauche. Komm her, komm her. Oh, weg ist er. 28, jetzt habe ich sie. So. Dann kann man nicht im Pott los schicken. So, auf geht's! Okay, aber nicht. Jetzt! Tschüssi, Pots! Und ich sag's euch Tschüssi, bis zur nächsten Folge. Gerne ein Like und ein Abo dalassen und schreibt mal in die Kommentare, wie ich noch ein bisschen was besser machen könnte. Nächstes Mal werden wir definitiv den Weltraumlift bauen, deswegen habe ich da unten jetzt gerade Platz gemacht, weil da knüppel ich den Weltraumlift hin. Das ist eine schöne Kuhle hier unten. Ja, da werde ich auch vorher noch ein bisschen was ausbauen und wenn das fertig ist, dann seht ihr mich wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao.